vieles Ding aus. Er ist der Neue am Böllenfalltor. Zielstrebig, die Spieler motivierend, ihnen Vertrauen schenkend und vor allem kommunikativ. Für Lilientrainer Jürgen Seeberger ist es besonders wichtig, sein neues Team tief im Innersten zu erforschen. Ja, natürlich, ich meine, das ist ganz wichtig, dass die Spieler mich kennenlernen und ich natürlich auch sie. Und wir haben über einige Dinge geredet und versucht auch einige Stellschrauben zu drehen und das ist mal das Allerwichtigste. Einst verpasste er mit Alemannia Aachen knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Nun übernimmt Jürgen Seeberger neben dem neuen Trainerstuhl auch gleich das Amt des Managers. Von seinem Vorgänger Kostas Runjajc, den Aufstiegsmacher, hat es inzwischen zum Zweitligisten Duisburg gezogen. Die kommunikative Art des 47-jährigen Nachfolgers hat beim Darmstädter Drittligisten jetzt schon Spuren hinterlassen. Ja, ein sehr engagierter Trainer, der fordert natürlich viel von uns. Das wäre natürlich, so wie alle Trainer natürlich, die verlangen von uns 100% im Training. Und da ich natürlich das erste zwei Tage mit ihm trainieren konnte, finde ich das sehr positiv bis jetzt. Ja, da führt das fort, was natürlich unter Kostas Runjajc auch war. Er redet sehr viel, aber hat einen ganz klaren Plan von dem Spiel, wie er es spielen will. Spricht auch, wie gesagt, alles klar an und hilft natürlich auch der Mannschaft dabei, relativ schnell zu verstehen und umzusetzen, was er was seine Spielphilosophie ist und dafür ist Reden unabkömmlich. Viel geredet hat Jürgen Seeberger auch in einem dreitägigen Kurztrainingslager. Mit dabei auch der angeschlagene Benjamin Gorka und Dani Lazar nach seiner Fußprellung. Inzwischen ist ebenso Dirigent Elton da Costa wieder ins Training eingestiegen. Und so langsam entwickelt sich eine Vertrauensbasis. Ich muss die Mannschaft in der Hinsicht loben, dass sie auch als Team auftritt, auch neben dem Platz. Das hat man in dem Kurztrainingslager gesehen und das ist entscheidend, dass ich merke, dass ich da keine Gräben zuschütten muss, dass man da nichts kitten muss mal vorderhand, dass man sich wirklich auf Fußball und die Spielweise auf den Platz konzentrieren kann. Und was da denn letztlich rauskommt, das weiß man nie, aber wichtig ist, dass wir da positiv optimistisch den Umgang miteinander pflegen und letztlich auch auf die Spiele hinarbeiten. In einem Freundschaftsspiel wurde immerhin schon der derzeitige Tabellenführer der zweiten Liga, Eintracht Braunschweig, mit 1:0 besiegt. Der zweifache Familienvater will dem abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98 Gradlinigkeit, einfaches Spiel und frühe Ballgewinne einimpfen. Nächster Auswärtsgegner ist der derzeitige Tabellensiebte Hallescher FC. Ich meine, Halle ist ein Gegner, der natürlich aus der vierten Liga kommt, der ähnlich die ambitioniert natürlich nach dem Aufstieg agiert, wie das viele Aufsteiger tun. Ihr Prunkstück ist die Defensive, das ist ganz klar. Ich meine, sie haben sich gegen Kiel und RB Leipzig durchgesetzt in ihrer Liga, das spricht für sich. Und ich denke, dass es sicherlich eine interessante Herausforderung wird. Und ich freue mich unheimlich, die Mannschaft jetzt auch im Wettkampf zu sehen, weil da zeigt sich dann letztlich auch wirklich der Geist und auch die Qualität oder das angesprochene Potenzial. Am Samstagnachmittag wird sich zeigen, wie viel Jürgen Seeberger beim Tabellen-18. Noch weiterhin kommunizieren muss.